die Knie und sang dann I need my freedom und die Mädels unten weinten und ach, das war ein cool Song damals. Kneel before him, my time has gone. Ich weiß noch damals, als der Asremft gespielt hat und der Hans-Jürgen Bayer diese Nummer praktisch live so verkauft hat, wie sie im Film war, also mit dem Rücken zum Publikum und dann diese Geste, das hat mich unheimlich beeindruckt. Eine Jugend ohne Beatmusik, das erscheint langsam auch einigen Parteimitgliedern nicht ganz realistisch. Man beginnt an einer eigenen Jugendtanzmusik zu feilen. Es wurden Pläne entwickelt, wie innerhalb der nächsten 5, 10 und sogar noch mehr Jahre sich einzelne Bereiche der Gesellschaft entwickeln sollten. Und da fiel auch der Bereich der Jugendkultur mit rein. Und über diesen Umweg kam quasi das Thema Beatmusik und Musik, die Jugendliche direkt anspricht, wieder auf die politische Agenda. Also man war dann auch ein bisschen nüchterner und pragmatischer und hat quasi den zweiten Anlauf unternommen. Bands wie Thomas Natschinski und Gruppe oder die Theo Schumann Combo machen schon 1967 den Anfang. Für die DDR-Offiziellen sind die schlagerhaften Songs das Höchstmaß an Kompromissbereitschaft. Für die meisten Jugendlichen sind sie nur ein schwacher Ersatz für den Sound der Beatles und der Stones. Die Notenbank. Ab 1969 beginnen auch die DDR-Medien, die heimische Beatszene zu unterstützen. Im Rundfunk können unbekannte Bands bei den Tagen der offenen Tür ihre Titel produzieren. Das Fernsehen meldet für seine neuen Jugendsendungen Bedarf an DDR-Künstlern. Für viele Bands bedeuten die Radio- und Fernsehauftritte den Anfang ihrer Karriere. Einzige Bedingung, gesungen wird auf Deutsch. Wir konnten uns nicht vorstellen, Rockmusik in Deutsch zu machen. Und wir haben es dann irgendwie versucht. Unser erstes Lied hieß dann Türen öffnen sich zur Stadt. Und damit sind wir dann ins Fernsehen gekommen. Ostrock erlebt seine Geburtsstunde. Und dank der großen Nachfrage bei den Jugendlichen steigt auch der Druck auf die Partei. Es wurde also Ende der 60er Jahre immer offenkundiger. Und das war dann auch der Ausgangspunkt für einen politischen Wechsel. Es wurde immer offenkundiger, diese Schlacht ist nicht zu gewinnen. Auch in Westdeutschland scheint eine Schlacht verloren. Aus der Beatmusik ist die Luft raus. Die rebellischen Zeiten sind vorbei. Mit den Beatles kann man inzwischen keine Oma mehr schocken. Die deutschen Beathelden von einst sind derweil auf Bädertournee oder laufen dem Zeitgeist hinterher. Eines hat man damals nicht begriffen und ich denke, dass das haben viele deutsche Musiker versucht und auch nicht begriffen, dass eben diese Musik nur dann richtig funktioniert, wenn auch das Umfeld stimmt. Deutschlands Musiker auf Identitätssuche.
Bands wie Tangerine Dream, Amon Duul 2 oder Ken experimentieren mit neuen musikalischen Konzepten und werden so zur Avantgarde deutscher Rockmusik. Es gibt etwas Telepathisches in der Spielweise von Ken, die es mich immer fasziniert hat. Weil Ken niemals festen Strukturen folgte, was jeder wusste. Und da Dinge passierten, die sich nicht rational erklären ließen. Als wir anfingen, hat die Kritik geschrieben, wir können gar nicht spielen, haben wir gesagt, stimmt. Wir wollen auch gar nicht spielen wie die Engländer oder die Amerikaner. Wir spielen so wie wir. Ich war immer der Poppy, der dann ein Lied gemacht hat und gesagt, das ist viel zu normal. Und dann wurde es durch den Duul-Wolf gedreht und dann war das unnormal und jetzt gefällt es uns besser. Wir haben beide beschlossen, wir fangen nochmal, oder alle vier, wir fangen nochmal an einem Nullpunkt an und lassen unsere ganze Musikerziehung und Geschichte hinter uns oder vergessen sie mal für den Augenblick. Wir haben dann tatsächlich alles verkauft, ob das Gitarren waren, Schlagzeug, also wir hatten echt nichts mehr. Genommen war es eben nicht nur Opposition und nicht nur das, was da ist, zerstören. Das ist nicht eine Struktur zerstören, das ist eigentlich eher eine schaffen, nämlich eine eigene. Grundlagen für die eigenen Strukturen holen sich Irmin Schmidt und Holger Tschukai während ihres Studiums bei Karl-Heinz Stockhausen. Der Experimentalmusiker verwirrt durch seine ungewohnten Klangcollagen. Wie der Stockhausen da kam und ich hörte das zum ersten Mal und ich dachte, Toiletten im Weltraum und solche Geschichten. Und einer, weißt du, der neben mir hob die Hand und sagte, Herr Stockhausen, was Sie da machen, das ist doch nur, um uns einen Schock zu verpassen und aus dem Schock wollen Sie eine ganze Menge Geld machen. Bisschen genauer noch die Tonhöhe. Da sagt der Stockhausen, ich mache das wirklich aus rein musikalischen Gründen. Was das Geld anbetrifft, das habe ich gar nicht nötig. Ich habe eine reiche Frau geheiratet. Ich dachte sofort, Mensch, der Mann, der ist es. Genau, der hat das kapiert. Dieses erkennende Moment, was aller Klang eigentlich ist, organisiertes oder nicht organisiertes Geräusch. Wir sind teilweise auf die Bühne gegangen, haben angefangen zu improvisieren, haben 2-3 Stunden gespielt und dann war die Zeit vorbei, dann haben wir aufgehört und hatten keine einzige Nummer gespielt. Die Leute kamen und sagten, gute neue Nummern. So, es waren aber keine neuen Nummern. Ich war von der Lautstärke und Klangfülle und von der Art der Instrumente und wie sie verwendet wurden, total hin und weg. Ich wollte nie wieder rein, aber ich war hin und weg. Ich sagte, unglaublich, was man alles machen kann. Also ich war tief beeindruckt von Amon Duul. War ja immer das, wenn man mal sowas gemacht hat
also zum Beispiel LSD, dass man während des Machens dachte, man ist ein Genie geworden. Und wenn man sich es am nächsten Tag anhörte, war das sehr, sehr enttäuschend. Die Leute, die sich das anhören mussten, wenn sie nicht selber bekifft waren, die sind irgendwann rausgegangen. Haben wir gedacht, naja, okay, der hat jetzt seinen Sprung in der Schüssel gefunden, der dreht noch bis morgen weiter. Das war also auch nicht besonders kreativ. Wie hat das Konzert gefallen? Einmalig. Klasse. Bist du stoned gewesen? Wie bitte? Bist du stoned? Ja, ja. Wir haben eigentlich gedacht, dass es vielleicht eine Droge gibt, gerade mit LSD später dann. Haben wir gedacht, da gibt es eine Droge, wo du rauskommst hier, wo du dich befreien kannst. Nicht verrückt werden oder dich zudröhnen oder sowas, das überhaupt nicht. Was letzten Endes ein Trugschluss war, ne? Turn on, tune in, drop on. Totalität meines Seins. Wo immer ich stehe und wenn ich LSD genommen habe und ich stehe auf der Straße, sehe ich genauso die Autos kommen, nur sieht das sehr viel schöner aus übrigens. Die Lichter sind unglaublich viel intensiver. Mit LSD, da haben wir eine Gemisch gekriegt, wirklich. Also da waren wir wirklich in anderen States, also oft sogar zu sehr, weil also gerade mit Horrortrips, das war... Es war schrecklich. Zum Teil, man vergisst ja auch total, dass man auf Droge ist und denkt, das ist alles wirklich. The time has come to go out of your mind. Are you ready, Ralph? Are you ready to die and be reborn? Das mussten ja nicht die harten Drogen sein. Die haben wir zum Beispiel auch nicht genommen, habe ich ja noch nie genommen. Aber so ein bisschen mal ein Joint und so, das ist ja klar, sicher. Ja, das war eben auch ein bisschen auf Wogen. Habt ihr Stoff? Crispy. Crispy. Habt ihr Stoff? Crispy. Crispy. Cross mit Außenschokolade. Crispin. Wir wollten ja auch damit auch zum Beispiel mit diesem Kiffen, weil man gemerkt hat, dass man ganz anders wird. Dass man einfach nicht mehr so spießt und nicht mehr so klein ist, so unnütze Scheiße. Dass man klar ein bisschen oberflächlich wird, ein Lamoyanter, da ist ein Fleck oder mach ein Loch oder da. Mhm. Aber dadurch, die Lebensqualität steigert sich eigentlich auf irgendeine Art. Marihuana gehört zum Hippie-Kult wie das Amen in der Kirche. Wir kennen verschiedene Arten des Haschisch. Die gebräuchlichsten sind wohl der rote Libanese, der helle Türke, insbesondere aber der schwarze Afghane, von dem behauptet wird, dass er die stärkste Wirkung hat. Ich war ganz oben. Ich hatte für einen Moment die Klarheit für mich gefunden. Drogen war im Osten nicht so das Thema gewesen. Die Leute haben gesoffen, das war relativ billig. Und damit hatten sie ihren Frieden nach 2,8 im Turm voll erreicht und brauchten nicht noch zusätzliche oder alternative Möglichkeiten. Ah, möchtest du mal kosten? Schmeckt da wie, na, wie Bier und Sekt, ja? Jawohl. Das ist ein Drittel Rotkäppchen-Sekt und zwei Drittel Radeberger Pilz. Schmeckt sehr dufte. Mm. Ein Tipp für eure Party. Das war schlimm mit dem Alkohol im Osten. Ja, das ist. Andere Drogen hatten wir nicht. Mangels dessen, dass es eben eigentlich keine Drogen gab, haben wir geschnüffelt. Ich wurde eigentlich auch von klein an so erzogen, dass Rauschgift ganz was Schreckliches ist. Westdeutschlands Jugend sucht derweil den Rausch in psychedelischen Clubs oder bei Rockfestivals. Inmitten von Lichteffekten und Jointschwaden erweitert man sein Bewusstsein und demonstriert sein Anderssein. Vom Underground und Subkultur ist die Rede. Aber ist das noch Protest? Lässt sich Pop und Politik überhaupt vereinbaren?
Die Essener Songtage wagen im September 1968 das Agitpop-Experiment. An drei Tagen will man neben Diskussionen eine Bestandsaufnahme der politischen und sozialen Tendenzen der neuen Musik bringen. Das Spektrum reicht dabei von Degenhardt über Tangerine Dream bis Zappa. Für uns war es natürlich sehr interessant, auf einmal die Leute alle zu sehen, live zu sehen, in Person zu sehen, die man zum Teil musikalisch akzeptierte, zwar nicht kopierte, aber von denen man sehr viel lernen konnte, was ihre Art der Selbstdarstellung anging. Also wie sie ihre Musik im Publikum präsentierten und das mit sehr viel Selbstvertrauen taten, was man von uns nicht sagen konnte. Auch die Popkommune Amon Duul, von der sich kurz zuvor einige Musiker als Amon Duul 2 abgespalten haben, sammelt in Essen erste Erfahrungen. Amon Duul, die waren dort auch ein sehr für mich einschneidendes Ereignis, nicht nur aus dem Grund der Uschi Obermeier später, sondern auch deswegen, weil die eine total andere Art von Musik spielten, nämlich eine Musik, die sie ganz offensichtlich unter Drogen machten und die normalen Musikstücken, also dieser Virtuosität eines Frank Zappa, völlig entgegengesetzt war. Wir haben Acid genommen vor unserem Auftritt. Das war natürlich ein ganz großer Fehler, weil wir wussten gar nicht mehr, wo wir waren. Wir sind auf der falschen Bühne, wir hätten, glaube ich, auf der anderen Seite sein sollen. Und wir haben da unsere Musik gemacht, die für uns klang das toll und so, aber es muss ein fürchterliches Chaos gewesen sein. Revolte müssen die 68er feststellen, nicht alles, was sie sich auf die Fahnen schrieben, wurde auch erreicht. Und doch sind Grenzen aufgebrochen worden durch freie Sexualität, Drogen, Musik. Die Subkultur war für das Selbstverständnis und diese Art von Rebellion sehr viel wichtiger als politische Programmerklärungen und große Zielsetzungen wie enteignet Springer oder Verhinderung der Notstandsgesetzgebung. Da hat sich zwar innerhalb eines kurzen Zeitraums sehr viel zusammengeballt, aber die Auswirkungen davon waren relativ gering, zumal diese Dinge ja verloren worden sind als politische Auseinandersetzungen. Aber subkulturell von der Musik, vom Lebensgefühl, von der Veränderung der Interaktionen im Sozialverhalten, im Alltag, da hat sich enorm viel getan. Wir wollen mehr Demokratie wagen. Im September 1969 wird Willy Brandt zum Kanzler gewählt. Die Zeit der Großen Koalition ist zu Ende und damit auch die der APO. Teile der Studentenbewegung sind bereits in den Untergrund gegangen. Gudrun Enzlin und Andreas Bader eröffnen mit einem Brandanschlag das dunkle Kapitel des linken Terrorismus. Die politischen Helden von einst müssen erkennen, dass von ihren Ideen nicht viel verwirklicht wurde. Geblieben ist eine große Diskussion, was aus der Leiche APO werden soll. Ob wir alle Popstars werden, wie es Langhans vorschlägt. Ob die APO eine lahme Legalize-Pott-Bewegung wird, ob sich daraus eine neue Generation von superschlauen Unideppen ergibt und oder ob wir tatsächlich, was wichtig wäre, ein neues Verhältnis zur Gewalt finden. Mir hatte das gefallen am Anfang, dieses mit Humor, das zu verändern, aber das hat sich natürlich schnell verändert und ich meine, kam ja auch dann die ganzen, Holger Mainz hat ja auch in der Kommune gelebt und es war ja dann Bader-Meinhof und das ganze Ding, das war für Rainer auch zu hart und die Zeit hat sich auch entwickelt, es wurde eine andere Zeit und es ging eben mehr in Pop-Art und wir wollten also auch das eigentlich, was alles heute ist. Ich liebe sehr sogar mein langes Haar. Langsam rücken die Generationen wieder näher. Die Eltern gewöhnen sich an die laute Popmusik und die langen Haare sind auch okay, solange sie gepflegt sind. Inzwischen macht man daraus sogar ein Musical. Die Leute sind hinher gerannt, man bekam wochenlang keine Karten, man prügelte sich, um da hineinzukommen, man fand die Musik grandios, unglaublich, es war ein wirklicher Event. Lass den Sonnen, lass den Sonnenschein, ich kann mich
mich an das Stück erinnern, Aquarius, und ich wäre da bestimmt gerne hingegangen, aber das hatte nichts für mich zu tun mit Popmusik, sondern das, also hatte nichts, da waren nicht die Versprechungen der Beatles drin. Dafür großes Potenzial an zukünftigen Popstars und Sternchen, die hier ihre Karriere beginnen. Wieder im Afrikola-Rausch. Sexy. Mini. Super. Love. Top of Cola. Langsam aber sicher schwappt am Ende des Jahrzehnts der Underground an die Oberfläche. Die Kinder zwischen Marx und Cola entscheiden sich für Letzteres. Vor diesem Rausch müssen jetzt auch die Eltern keine Angst mehr haben. Die Symbole der Hippie-Kultur wandern auf die Wühltische der Warenhäuser. Jetzt kann endgültig jeder zeigen, dass er oder sie den Zeitgeist versteht. Oktober, Low Up München. Test, Test, Test. Diese junge Dame ist eine Sorge los. Hier der sichtbare Erfolg. Rechts korrekt gepflegt, trotzdem große Schweißränder. Links wirkt ein Antitranspirant, schweißregulierend. 8x4 Spezial. Sichtbar trockener unterm Arm. Sichtbar frischer. 8x4 Spezial. Mehr Sicherheit kann keiner bieten. Die Gegenkultur träumt derweil noch den alten Traum. Im September 1970 findet auf Fehmarn das Love and Peace Festival statt. Die Unterbringung und die sanitären Anlagen sind nicht so, wie man es eigentlich erwarten könnte. Die Akustik ist sehr schlecht hier. Ja. Die Leute, die hier hinten sitzen, die hören nicht viel davon. Das alles schwankt durch den Wind. Das Beste an dem Ganzen hier ist die Einzäunung. Ne? Das muss man mal sehen. Was anderes ist nicht durchorganisiert an diesem Platz. Das deutsche Woodstock soll es werden, dafür fliegt man extra Jimi Hendrix ein. Doch während der bei seinem letzten Auftritt vor seinem Tod gegen den Wind anspielt, brodelt es bereits hinter den Kulissen. Also wenn es hier mit dem Geld nicht klappen soll, dann wird was los sein, ne? Den steht hier nichts mehr. Als die Organisatoren mit den Einnahmen verschwinden, wird aus der Drohung ernst. Die Hamburger Rocker, die als Ordner engagiert wurden, zünden das Kassenhäuschen an. Der Traum von Love and Peace versinkt buchstäblich in Schutt und Asche.